Ja gut, gehen wir mal noch diesen anderen Dungeon, dieser unaussprechliche O-Dungeon hier. Ist da jemand drin? Ne, schaut nicht so aus. Ah ja. Ach ja, jetzt, wow, laut unser Geld, holy shit. Der erste Perrin. Kann man den umwandeln? Glaube nicht, oder? Nee. Gibt's nichts. Okay, ich muss sagen, die Posi-Bugs sind schon auch ein bisschen lästig. Ich weiß nicht, ob ich wirklich AOE leveln will. Wenn ich mir gerade so drüber nach, also wenn ich mir gerade so drüber Gedanken mache, dann bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Weil. Erst Casten ist ein bisschen anstrengend. Und auch die Posi-Bugs sind echt anstrengend. So, Nummer 1. Mein böses Pet. Dass das Pet immer so wegbuggt, ist auch eigenartig. Sollte eigentlich auch nicht passieren. Ja, ich musste aber jetzt immer noch drauf schauen. Das, naja, ich will halt einfach nicht falsch laufen. Genau, das meine ich gerade vorhin. Der Hissbau bringt 10% Crit-Schaden, der Flamingbau bringt 20% und sogar 3% Crit-Rate. Der dürfte nur 2% Crit-Rate bringen. Von dem her ist eigentlich der. Aber ich glaube, es war schon immer so. Der Flamingbau war schon immer irgendwie OP. Ich finde es irgendwie auch okay. Also, ich glaube, jeder Ranger weiß einfach so, 45 kriegt man einfach das beste Equipment. Also einmal fürs Set und einmal halt für den Bogen. Das war halt irgendwie auch schon immer so gefühlt. Nein, es droppt mir noch ein Pet. Aber können wir auch hier an Schwip schenken, verschenken. Oh Gott. Hier müssen wir lang. Ist ja auch was. Unser Patch schon. Warte mal, levelt das hier nicht auch mit? Ne, leider nicht, okay. Aber natürlich die ganzen Teile, die wir hier droppen, die können wir halt eben scrappen. Und ja, dann haben wir natürlich, glaube ich, schon ja, eine recht gute Anzahl an XP, was wir kriegen. Und dann, glaube ich, geht es schon langsam bergauf wahrscheinlich. Oh ja. Also das nächste Ziel ist auf alle Fälle dann halt den Evilest Dungeon zu schaffen. Oder zu farmen. Oder farmen zu können. Na komm. Boah, also mit dem. Also ich spamme gerade die F6-Taste, das ist echt. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt nichts targete, was passiert dann? Okay, ich glaube, ich darf nichts getargetet haben. Ja, okay. Blöd, aber naja. So, jetzt bekommen wir ein Ranger-Teil. Nett. ein Run würde ich mal sagen, machen wir noch. Wie lange haben wir jetzt? Wow, 29 Minuten. Eigentlich ist es schon zu lang. Okay, das rushen wir uns aber eben mal durch. Und genau. Ja, ich werde bei mir noch ein bisschen ausräumen. So einen Umzug vorbereiten und so weiter. Ich habe letztens in meinen Schrank reingeschaut, in meinen Kleidungsschrank, und ich habe gemerkt, das Hosenfach, zwei Drittel, na, das reicht nicht. Drei Viertel kann ich eigentlich wegschmeißen, beziehungsweise spenden.
Und ja, dann oben so die, das Zeug für die Nacht ist eigentlich auch so, weiß nicht. Also ich würde mal sagen, so die Hälfte kann da glaube ich auch weg. Und dann bin ich ins nächste Abteil rübergegangen, also quasi in den, ja, in den Abteil, wo quasi noch so alles Mögliche halt irgendwie rumliegt und so. Und da sah es auch nicht viel besser aus. deswegen. Ja. Wenn man ab und zu ein bisschen ausmistet und so, das ist schon ganz nützlich, glaube ich. Mystical Vita ist aber nichts Besonderes, oder? Nee, nichts Besonderes. Ja, es sammelt sich über die Zeit oft so viel Zeug an, das ist halt wirklich krass. Na komm. %20, come on, gleich ist er down. Also ja, Geld sammelt sich, glaube ich, echt ganz gut an. Also ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich so dachte, so, was, das kostet zu viel, Upcuts kosten so viel. Natürlich, sind immer noch teuer, aber sie halten noch, glaube ich, eine Stunde oder so. Das ist zumindest dementsprechend eigentlich okay. In Teilen. Und von dem her, ja, passt schon. Oh, Rescorn-Gowns, die kann ich hier Ding geben. Ich kann ja so viel geben. Ich kann dir eine Axt geben, ich kann dir Gowns geben und ich kann ein Pad geben. Oh, fuck. Ach nee, das ist glaube ich immer noch AFK, okay. Hält da den ganzen Drops. Ja, ich meine, wir könnten natürlich auch einfach hergehen und sagen, wir killen es einfach haufenweise von diesen Mobs, einfach nur um unser Ding-Level hochzukriegen. Achso, na gut, wir killen keine Mobs. Einfach um das Level hochzukriegen und dann halt eben die restlichen Sachen craften zu können. Das wäre natürlich schon auch eine Möglichkeit und wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee, vielleicht. Irgendwie so. Ja, mal schauen, wie viel das noch fehlt. Ich glaube, Level 5 müssten wir erreichen. Und jetzt 3,5 ungefähr. Das heißt, ja. Ja. Viel brauchen wir eh nicht mehr. Na komm. Ich muss sagen, für 29% Crit-Rate critten wir echt wenig. Jetzt droppen wir den nächsten, das nächste Mob. Also haben wir alle die gleichen Effekte. Frage ist nur, wen nehmen wir? Den hier oder? Den hier. Also ich meine, der Baum ist eben ganz cool, aber den habe ich noch nicht gehabt bisher. Ist ja kleiner, aber ich glaube, wir nehmen die Äxte da. Das Reptiloid. So, da ist das Crafting-System. Einmal. Okay. 552, ja. Ja, doch, leveln wir, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich gut. Wobei, wir brauchen 2000 XP, sehe ich gerade. Ja, auf die Art und Weise sind wir aber trotzdem ziemlich schnell durch. Immer noch nicht, schade. Ah, hier ein bisschen weniger leider. Okay, wo haben wir denn hier unser Weapon Crafting? Oh, warte mal, wir können Scrolls craften. Ach nee, warte, wir müssen hier auf Blacksmith. Armor.
Ach, die Dinger können wir auch craften. Ah ja, stimmt. Das kann man alles auf Shining craften, das ist ja cool. Ich sollte vielleicht nicht auf Mercenary gehen, sondern auf Assist. Was bringt mir Stalinzeit hier? Bringt es auch Quadrate? Okay. 45er. Wait, warte mal. 15 bis 105. Ich glaube, wir wurden gescammt. Ne, also man kann nur bis 105 herstellen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Accessory Set. Ah ja, hier. Warte mal, her. Ich brauche einen. Ach, die kann man upgraden. Oha. Ja, geil. Oh, das ist nett. Crit Damage springt die Kette, lol. Almighty Set, was ist das denn schon wieder? Ach, man upgradet die, man das baut aufeinander auf. Ah, yo, okay. Interessant. Aber den Ring selbst, kann ich den irgendwo herstellen? Die Megan Items ist einfach irre. Jessica Ring. Mana Ring? Nana Ring? Crit Damage. Die kann man wahrscheinlich wieder upgraden. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Genau, Armor haben wir schon gesehen. Shields. Hä, aber warum kann ich keine Armor craften? Warte mal, Waffen kann ich alle craften? Hä? Das ist aber verwirrend. Warte mal, ich bin Blacksmith. Ich muss das doch craften können, oder? Hat man Gems, können wir noch schauen. Nee. Alter, das ist so überfordernd. Ich verliere komplett den Überblick. Ja, keine Ahnung. Mystical Shining Sword. Hä? Okay. Guardian Weapons. Ach, hier, genau, klar. Nackle, hier ist der. Da ist der. Shining. Aber der bringt hier. Ach, das ist der Effekt. Ich dachte mir, das ist nur der Ankommen-Effekt. Okay. Guardian Sign können wir auch erstellen oder Bronzebar. Ah ja, warte mal. Aha. Aha. Das heißt, das können wir schon lange herstellen. Aber wir brauchen das jetzt wahrscheinlich wieder ein Mystical. Ne, warte mal, kriegen wir es auf den Mystical? Oh. Das müsste ein Mystical Mighty Guardian Knuckle. Aber wie kriegen wir denn einen Mystical Mighty Guardian Knuckle, bitte? Boah. Ach, hier. Ah, ja. Genau, 5 Millionen kostet das Ding. Und er bringt dann was? Der Effekt ist dann besser, oder wie? Oder ist das dann nur für den Set-Effekt? Ne, warte mal. Der Effekt ist schlechter? Warum? Ach, warte, Mystical. Es gibt die ganzen verschiedenen Sachen. Oh, fuck my life. 10 STA und 5% HP. Hä, aber der ist ja viel besser. Oder? Nee, warte gleich. Nee, ich bin nur blöd. Okay, das heißt, damit könnten wir zumindest unser HP-Set aufbauen. Ob das allerdings gerade Sinn macht, bezweifle ich ein bisschen. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht.
Wobei bei His vielleicht. Das Defekt, glaube ich. Ach so, ja, gut, klar. Das würde, glaube ich, schon eher was bringen. Darauf kann man schon eher aufbauen. Das brauchen wir. Wir brauchen Historic Dust, was wir nicht scrappen können, aber bald. Oder? Nee, können wir noch nicht. Könnten wir aber herstellen. Genau, was bringt der normale Hissnackel? Ja, der ist auch wieder stärker, okay. Also so die ganz so die Konsistenz ist, glaube ich, noch nicht irgendwie drin. Also ganz konsistent ist es noch nicht. Bei Guardian-Waffen ist der Knuckle gleich. Bei His ist es dann einfach immer besser, wenn man upgradet. Okay, es ist natürlich jetzt eine Überlegung wert. Ich meine, ich glaube, wir sollten auf alle Fälle auf einen dieser His-Knuckle bauen. Wobei ich gerade sehe. Ah, shit, da brauchen wir da auch wieder andere Ringe und andere. Und ein Schild brauchen wir auch noch. Wie heißt das Ding? Shield Assist. Oh, scheiße, die wandern. Hier gibt es ja ganz viele. Und ist das für. Das ist für Historic, genau. Der Effekt ist allerdings auch nett. Ach, dann brauchen wir das. Okay, brauchen wir das andere Schild. Ja, okay. Könnten wir uns auch leisten. Also, ja, wir kommen langsam in die Richtung. Warte mal. 75 Def, 350 AP. Ah, okay. Kratos-Schild. Oh, das schaut aber cool aus. Bloody Dragon-Schild. Ja gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Folge geht schon viel zu lang.